Leute, es wird wieder mal Zeit für eines der berüchtigten Oru-Meinungsvideos. Wer dieses Format noch nicht kennt, beispielsweise habe ich eins schon mal gemacht, das hieß der objektiv beste Manga, in dem ich erklärt habe, dass es den objektiv besten Manga nicht gibt, auch wenn viele das immer behaupten mögen. Und das ist so ein Format, wo ich generell einfach frei schnauze, ohne Notizen, irgendwie meine Meinung zu einem Thema drauf loslabern. Das kann dir gefallen, kann dir nicht gefallen, keine Ahnung. Es ist auch vielleicht eher schon ein bisschen podcastmäßig aufgebaut. Natürlich werde ich meine Schnitte machen, wenn ich mich verhaspel oder zu lange überlege. Aber am Ende des Tages geht hier wirklich nur darum, meine Meinung in den Äther zu klatschen zu einem Thema, das mich oder die Manga-Bubble oder was auch immer gerade beschäftigt. Und heute, aus gegebenem Anlass für mich, habe ich mir ein Thema ausgesucht. Und zwar diese ganze Shonen gegen Seinen-Debatte. Vielleicht hast du, wenn du nicht viel in Social Media unterwegs bist, gar nichts davon gekriegt. Aber einfach mal fürs Grundverständnis. Es gibt zwei dominierende Demografien. Also das ist fast sowas wie ein Genre, aber ein bisschen übergeordneter, im ganzen Manga-Bereich, die so am erfolgreichsten sind. Es gibt ganz, ganz viele. Es gibt Shoujo, es gibt Josei, also Manga eher für Frauen, für Mädchen. Aber die, über die wir heute reden, sind Shonen und Seinen. Und klassische Shonen habe ich euch jetzt hier mal direkt ausgesucht. Kennt ihr alle? One Piece. Ja? Jujutsu Kaisen. Naruto. Dragon Ball, der Gottvater der Shonen, Hunter x Hunter, das sind klassische Shonen. Das sind Manga, die laut Definitionsweise der Demografie Shonen eher für Jungs sind. Also für junge Jungs. Ne? Und dann gibt's Seinen, kennt ihr auch alle. Rede ich fast ausschließlich auf meinem Kanal drüber. Monster, Vinland Saga, läuft der Anime gerade auf Netflix, zieht ihn euch rein. Berserk, absoluter Top-Peak-Manga, Gipfel der Götter, Vagabond, diese ganzen Sachen gehören in die Seinen-Demografie. Da sagt man einfach salopp, hey, das ist für erwachsene Männer. Aber was jetzt hier schon das Grundproblem ist und die Problematik darstellt, ist, dass inzwischen wir in einer neuen Generation an Mangas angekommen sind, wo man das doch eigentlich gar nicht mehr so ganz festmachen kann. Denn, ich sag dir was, Chainsaw Man ist ein Shonen. Und hast du Chainsaw Man gelesen? Hast du den Anime geschaut? Das ist nicht vergleichbar mit dem, was man klassischerweise unter Shonen versteht, mit dem, was in One Piece, Naruto, Dragon Ball passiert. Nicht, weil ich sage, Chainsaw Man ist viel krasser als diese ganzen Werke. Das will ich gar nicht sagen, sondern es ist nicht mehr so wirklich so, dass Shonen heutzutage einfach nur für Kinder ist. Weil ich würde nicht wollen, dass mein 10-jähriges Kind Chainsaw Man schaut. Beispielsweise. Jujutsu Kaisen geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, kann ich mir vorstellen, jetzt nicht so abgedreht wie Chainsaw Man, aber ist wahrscheinlich auch viel, viel düsterer als die krassesten Shonen. Ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es demnächst machen, aber dazu sage ich am Ende des Videos was. Was mir jetzt nur aufgefallen ist, ich hatte mit Nick die letzten Tage eine Diskussion über Shonen an sich. Und zwar hat er gesagt, hey, krass, dass du so viele Manga kennst, so krass im Game bist. Ihr wisst ja, ich kenne mich wirklich, wirklich gut aus. In meinem Bereich halt, Nische, diese ganzen Geschichten, Taniguchi, Urasawa, sowas. Aber du kennst nicht Jujutsu Kaisen. Das ist schon eine krasse Bildungslücke. Und ich dachte mir so, jeder, den ich kenne, sagt, Bro, du musst Jujutsu Kaisen auch nicht kennen, weil er wird dir nicht so taugen. Aber als Creator, und das habe ich dann so ein bisschen reflektiert, es ist ja schon meine Aufgabe, wenigstens zu wissen, was der Mainstream mag oder was den Mainstream interessiert. Und ich sag's mal so, das Ding ist der erfolgreichste Anime und Manga die letzten 2 Jahre gewesen. Verkaufszahlen, Streamingzahlen sprechen für sich. Jeder wartet auf die nächste Staffel des Anime. Es ist übertrieben gehypt. Und selbst wenn es ein Shonen ist, der nicht auf der Erwartung von einem Seinen ist, ist es so, dass Hype meistens nicht unberechtigt kommt. Wenn irgendwas krass ist und krass gut ankommt, dann hat das einen Grund. Das hat irgendwas richtig gemacht. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ich selbst ganz, ganz oft als jemand, der hauptsächlich Seinen liest und auch Seinen hier reviewt und ist einfach meine Lieblingsdemografie. Ich bin alter Mann, ihr wisst, ich bin schon 60 Jahre alt, guckt mich an. Und ich kann einfach so stumpfe Battle-Shonen oder so generell diese ganze Shonen-Thematik mit, wir gehen umher, wir werden stärker, dann kommt ein Gegner, der ist auch stärker, den müssen wir besiegen, wir verlieren erstmal, wir werden wieder stärker, wir gehen auf eine neue Insel, etc. Das ist für mich einfach nicht mehr ansprechend. Ich kann mich mit anderen Themen mehr identifizieren, aber ich habe gemerkt, ich gehe selbst in eine Haltung, wo ich im Vorfeld schon sage, Shonen, nicht mein Ding, kann ich nicht ernst nehmen. Und das ist eigentlich, vor allem den heutigen Shonen, die so released werden gegenüber, nicht ganz zeitgemäß und vielleicht auch nicht fair. Und vielleicht bin ich dann, als jemand, der hauptsächlich Seinen liest, fast schon in dieser Position, dass ich Seinen-Elitist oder Seinen-Tat genannt werde sehr gerne. Ich persönlich trage das immer wie ein Schild. Ich sage so, hey, du nennst mich Seinen-Elitist, ist okay für mich. Ich lese halt gerne gute Sachen. Aber ja, Leute sagen dann, hey, wenn ich dich Seinen-Elitist nenne, dann ist das nichts Gutes für mich. Ist das keine Beleidigung? Seinen ist meine Lieblingsdemografie, nenn mich Seinen-Elitist. Es ist okay. Aber ich muss trotzdem eingestehen, dass ich sehr, sehr oft beim Shonen-Genre Vorurteile habe und sage,
ist doch eher für Kinder, wird mich nicht ansprechen. Ich brauche halt eher ernstere Themen, wie jetzt bei Berserk, die ich irgendwie auf mich beziehen kann, bei Vagabond, solche Sachen. Dennoch ist mir eine große Sache in Social Media aufgefallen und die ist eigentlich der Knackpunkt und das Hauptproblem. Es ist regelmäßig so, dass wenn ein Ontern oder irgendjemand eine Shonen-Liste rankt, drunter steht, Griffith ist besser. Genauso, wenn wir eine Seinen-Liste ranken oder generell einfach Antagonisten ranken, schreiben Leute teilweise unter eine Liste, auf der Griffith auf der 1 ist, Eisen ist besser. Davon abgesehen, dass Ranken sowieso dämlich ist, ihr vergleicht Äpfel mit Birnen. Und Leute haben ganz krass das Bedürfnis, immer wieder in Diskussionen Shonen mit Seinen zu vergleichen. Das heißt, ich habe letztens einen Dude in einem Discord-Server gefragt, hey, ich habe Bock Kingdom zu lesen, der kennt sich sehr gut mit Kingdom aus, beschreib's mir mal. Und er sagt, ist besser als One Piece. Und das war für mich wirklich keine sehr gute Beschreibung, weil ich bin bei One Piece noch lange nicht aktuell. Ich hol's noch auf, aber das ist so, 80% der Sachen in meinem Regal sind für mich besser als One Piece. Deswegen stehen sie ja da. Und es ist okay, wenn es für dich nicht so ist. Und One Piece ist super, super beliebt. Deswegen, ja, ich verstehe auch, woher der Hype kommt. Diese Mystery da drin, das mag ich alles. Nur die Kämpfe, Battle Shonen hat mit den Kämpfen ein bisschen versagt, finde ich, bei One Piece. Ist aber auch eine ganz andere Thematik. Der Punkt ist, One Piece ist für viele anscheinend auch so eine Sache, ein Maßstab der Dinge. Jujutsu Kaisen ist das auch sehr oft. Und ich verstehe das, aber Kingdom ist ja in dem Fall ein Seinen gewesen. Deswegen fand ich die Aussage eigentlich schon wieder, ja, keine Ahnung, hat mir nicht so viel gebracht. Das ist, als würde ich sagen, hey, beschreib mir mal dieses gebratene Entengericht und du sagst, besser als Birnen. Ja, Bro, also vielleicht stehe ich eher auf Birnen. Also, weißt du, am Ende des Tages ist das ein bisschen schwierig. Was ich eigentlich eruieren möchte ist, wie kommen wir überhaupt darauf, dass wir dauernd irgendwas als besser bezeichnen müssen und woher kommt diese Debatte? Warum muss ich mich als Seinen-Elitist bezeichnen lassen, nur weil ich halt lieber Seinen lese und weil ich immer sagen werde, bei fast jedem Shonen, den ich kenne und selbst Chainsaw Man oder Attack on Titan ist ein fucking Shonen. Warum ist Attack on Titan Shonen? Das würde ich als Seinen raten. Und das Ding ist einfach, dass inzwischen diese Grenzen so krass verschwimmen, dass ich trotzdem immer sage, hey, wenn es ein Seinen ist, ist die Chance 90%, dass es mir mehr gefällt als jeder Shonen, den ich gelesen habe. Selbst Sachen wie Hunter x Hunter, die ich übertrieben liebe. Dennoch, warum muss ich mich Seinen-Elitisten nennen lassen, wenn ich einfach schon weiß, was mir gefällt? Ich bin erwachsener Mann, ich bin fast 70 Jahre alt, ne? Am Anfang des Videos war ich noch 60, zieht euch das mal rein. Ich alter immer schneller, ich weiß halt, was mir gefällt. Mein Geschmack ist gestanden. Und das ist dann auch nicht so, dass ich eine Sache abwerte. Ich habe beschlossen, mich ein bisschen mehr für das Thema Shonen zu öffnen. Einfach, weil ich eine gewisse Leichtigkeit im Leben brauche, weil ich das auch mag. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ohne Shonen wäre ich gar nicht bei Anime-Manga gelandet. Dragon Ball war der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Manga bzw. Anime zu konsumieren. Und ich habe beschlossen, mit Jujutsu Kaisen gebe ich der Sache jetzt nochmal eine Chance. Ich glaube, es wird ein guter Shonen. Ich erwarte einfach nicht, dass es ein Seinen wird. Ich erwarte einfach, dass es auf Shonen-Level ist und dann wird es mich bestimmt unterhalten. Ich schätze, es wird mir weniger gefallen als Chainsaw Man und mehr als Hell's Paradise. Dann haben wir dieses Dark Trio auch komplett gelesen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, und das ist die Moral von der Geschichte, dass ich mir einfach mal von der Seele reden wollte. Super egal, ob du Shonen oder Seinen magst, aber bitte versuch nicht, immer es so hinzustellen, als wäre deine Shonen-Show, die du so sehr liebst, meinetwegen ist es One Piece, meinetwegen ist Oda ein Genie, besser als diverse Seinen, und versuch gleichzeitig nicht jedem, der gerne Shonen mag, zu erklären, dass Griffith jeden in seinem Universum solot und der krasseste Antagonist ist. Es nervt doch einfach. Lies doch einfach beides. Bro, best of both worlds. Neek hat eine sehr interessante Sache gesagt in unserem Gespräch und das fand ich mega nice. Er meinte, ohne Shonen hätten die meisten gar keine Chance, zu Seinen zu kommen. Also, weil Shonen einfach zugänglicher sind. Ich habe es mit meiner Frau gemerkt. Die guckt eigentlich nicht wirklich Anime, aber wenn, dann ist es was sie an die RTL 2-Ära erinnert, weil damit ist sie aufgewachsen. Wir haben Hunter x Hunter geschaut, sie hat es geliebt. Und jetzt durch Hunter x Hunter habe ich es geschafft, sie dazu zu bringen, mal sowas wie Fullmetal Alchemist Brotherhood mit mir zu schauen, was nochmal eine viel diebere, düsterere, und Hunter x Hunter ist schon sehr düster und deep teilweise, Thematik aufweist und sie hat Interesse dran. Aber ohne Hunter x Hunter als Vorarbeit oder Naruto teilweise hätte das vielleicht nicht funktioniert. Das heißt, alles hat sein Hit or Miss. Natürlich, ein 50-Jähriger fängt vielleicht direkt mit einem Seinen an, weil er sich denkt, je nachdem, wie er tickt, ne? Am Ende des Tages viel Gerede um nichts. Ich bin ein Seinen-Elitist, das ist in Ordnung. Aber ich bin ein Seinen-Elitist, der beschlossen hat, Jujutsu Kaisen eine Chance zu geben. Und wenn ich da durch bin, kommt natürlich meine Review. Kommt ja auch bald die Staffel 2 des Anime. Ich bin gespannt. Ich möchte ein bisschen offener für Shonen sein. Ich habe ja generell immer drei Hauptwerke, die ich gerade so reade. Bei mir ist es immer ein Shonen und zwei Seinen eigentlich. Das sind so meine Main-Demografien. Weil manchmal schalte ich auch gerne den Kopf ab, wenn ich eine Eclipse gelesen habe und dann noch Punpun. Dann habe ich halt einfach mal gern Ruffy, der gerade sagt, hey, du hast keine Beine, wie kackst du eigentlich? Sehe ich auch. Ist lustig. Nur dieser Krieg muss aufhören. Es ist keine Demografie der beiden besser. Das kommt nämlich auch wieder auf die Objektivität dann an. Ist Shonen besser? Verkauft sich besser. Ist besser, oder? Ist Seinen besser? Hat meistens ausgearbeitete Charaktere. Bessere
Thematiken für Erwachsene. Ist besser, oder? Nein, ist beides nicht besser. Für mich persönlich, als Mann, der inzwischen schon 80 Jahre alt ist, kann ich einfach sagen, Seinen ist einfach das Ding, was mich persönlich mehr anspricht. Ich kann da mehr mitnehmen. Ich habe schon viel erlebt in meinem Leben und ich weiß, was noch so passieren wird wahrscheinlich oder weiß es vielleicht nicht, aber kann mich damit besser identifizieren. Trotzdem, das Kind in mir zieht sich bestimmt gerne mal Jujutsu Kaisen rein und daran ist auch nichts Schlimmes. Man sollte immer ein bisschen Kind bleiben. Ich will damit auch nicht sagen, dass jeder Shonen nur für Kinder ist. Es gibt da gute Aussagen drin, die vielleicht einfach verständlicher gemacht sind. Habt euch alle lieb. Das war mein Wort zum, keine Ahnung, wenn ihr dieses Video seht. So, wenn dir dieses Video gefallen hat und du Bock hast auf mehr Meinungsvideos, zum Beispiel möchte ich eins machen dazu, ob Verlage zu viel Kooperation mit Influencern machen oder ob unser Manga-Konsum ein bisschen überhand nimmt und vielleicht zu krass ist. Lass mich das doch gerne in den Kommentaren wissen. Lass gerne eine positive Bewertung da. Das hilft dem Kanal enorm und abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast, denn einige von euch haben meinen Kanal noch nicht abonniert und das ist ja wohl mal wirklich gar nicht in Ordnung, ihr Schlingelchen, ihr kleinen Shonen-Kiddies. Oder mach's wie diese Leute hier, die mit 4,90 den Kanal monatlich supporten und jedes Video 24 Stunden eher kriegen und sogar noch monatlich ein exklusives Video. What? Beispielsweise zu meiner Comicsammlung. Check auch gerne mein Podcast Weepster mit Ontan ab. Der kommt wöchentlich am Sonntag um 18 Uhr und da behandeln wir alle möglichen Animanga-Themen. Demnächst ist auch Neek in der Folge als Gast dabei. Und ja, wir sehen uns. Ciao. Ich ziehe mir jetzt ein Band Jujutsu Kaisen rein.